Jetzt mal ehrlich, ich habe keine Lust auf Blähungen, ein Völlegefühl, Durchfall oder Verstopfung. Wenn du unerklärliche Verdauungsprobleme hast, pass jetzt gut auf. Denn die Infos, die ich in diesem Video zusammengestellt habe, sind echt unglaublich und wirklich viel zu unbekannt. Für die nächsten Minuten geht es um sogenannte FODMAPs, warum du weniger davon zu dir nehmen solltest und wie du sie ganz einfach reduzieren kannst. Wenn du das Video komplett schaust, weißt du alles über FODMAPs und wirst das Völlegefühl nach dem Essen, die Blähung, den Durchfall oder Verstopfung auf jeden Fall besser in den Griff bekommen. Okay, ich erkläre dir erstmal kurz, was FODMAPs überhaupt sind. FODMAPs sind eine Sammlung kurzkettiger Kohlenhydrate, also Zucker, die natürlicherweise in ziemlich vielen Lebensmitteln vorkommen und die manchen Menschen Magen-Darm-Probleme machen können. Der Begriff FODMAP ist ein Sammelbegriff für die Kategorien von Kohlenhydraten, die sich als problematisch erwiesen haben. Pass am besten gut auf oder mach dir gleich einen Screenshot, denn dieser Zucker kann bei dir Probleme machen. Also, das F steht für fermentierbar. Die Fermentation ist der Prozess, bei dem Darmbakterien unverdaute Kohlenhydrate verstoffwechseln, was zu Darmgasen führen kann. Das O steht für Oligosaccharide, Mehrfachzucker also. Dazu gehören Fructane und Galacto-Oligosaccharide oder Galactane, die in Weizen, Roggen, Zwiebeln, Knoblauch und Hülsenfrüchten vorkommen. Also ziemlich viele Nahrungsmittel sind betroffen. Das D steht für Disaccharide, also Zweifachzucker. Dazu zählen vor allem Haushaltszucker und Laktose, also Milchzucker, in Milchprodukten wie Milch, Weichkäse und Joghurt. Das M steht für Monosaccharide, also Einfachzucker, vor allem Fructose. Dieser kommt in Honig vor oder Maissirup mit hohem Fructosegehalt oder vielen Früchten wie Äpfeln. Das A steht halt im Englischen einfach für and, also und. Und das P steht für Polyole. Damit ist auch gemeint Xylitol, also Birkenzucker wie Xylit, Sorbitol, Sorbit, Maltit, Mannit. All diese verschiedenen Zucker kommen in einigen Obst- und Gemüsesorten vor, aber werden auch häufig als Süßungsmittel verwendet. Es ist ziemlich unmöglich, den FODMAP-Gehalt eines Lebensmittels zu erraten. Stattdessen ist eine sorgfältige Laboranalyse erforderlich, um den FODMAP-Gehalt von Lebensmitteln zu bestimmen. Deswegen blende ich hier mal eine Tabelle mit FODMAP-reichen und FODMAP-armen Lebensmitteln ein. Mach am besten dann kurz Pause und einen Screenshot, denn das kannst du dir unmöglich alles merken. Leider ist es so, dass die Zahl der Menschen, die auf FODMAPs empfindlich reagieren, in den letzten Jahrzehnten total angestiegen ist. Es handelt sich mittlerweile um ein relativ häufiges Leiden. Forscher schätzen, dass 10 bis 20% der Weltbevölkerung betroffen sind. Die Experten der Monash-Universität in Melbourne haben die FODMAPs intensiv erforscht und sie standen nach vielen Messungen vor der Frage, wie sie ihre Daten dem Endverbraucher am besten zur Verfügung stellen sollten und entwickelten daraufhin sogar die Monash University Low FODMAP App, die heute zur gefragtesten medizinischen App auf der ganzen Welt gehört. Wenn du keine Lust auf noch eine App hast, kann ich dir die folgenden zwei Listen empfehlen. Denn Professor Dr. Med Martin Storr hat eine Starterliste mit FODMAP-armen Lebensmitteln zusammengetragen. Diese Liste ist fachlich fundiert, da ist sie in einigen Bewertungen abweichend zu anderen Listen, die sich im Internet finden. Bei Fragen zu Abweichungen überprüf bitte, aus welcher fachlicher Quelle deine Liste stammt. Hier siehst du eine Liste mit Nahrungsmitteln mit wenigen FODMAPs. Die hier aufgeführten Nahrungsmittel eignen sich für eine Ernährung, die arm an FODMAPs ist, für Menschen mit unerklärlichen Darm- und Verdauungsproblemen. Das Einzige, was ich hier noch anmerken möchte, ist, dass der Gehalt von FODMAPs in gekeimten Dinkel natürlicherweise nochmal deutlich niedriger ist als der in ungekeimten Dinkel. Und nun kommen wir zur bösen FODMAP-reichen Liste. Herr Professor Dr. Med Storr hat auch eine Starterliste mit FODMAP-reichen Lebensmitteln zusammengestellt. Hier siehst du Nahrungsmittel, die viele FODMAPs enthalten und deshalb eher reduziert werden sollten, wenn Verdauungsprobleme bestehen. Das heißt konkret nicht, dass sie komplett gemieden werden sollen, außer wenn du mal richtige Entlastungstage machen möchtest. Aber es bedeutet schon, dass sie nicht mehrmals täglich und ständig auf dem Speiseplan stehen sollten, wenn du Verdauungsprobleme hast. Entnommen habe ich die Liste der deutschen Infoseite zu FODMAPs.
Doch was passiert eigentlich, wenn man Lebensmittel mit FODMAPs isst? Das kann ich dir jetzt erklären. Da FODMAPs gewöhnliche Kohlenhydrate sind, nehmen wir einen großen Anteil davon über den Dünndarm auf. Die im Stuhl verbleibenden FODMAPs binden im Dünndarm Wasser und erhöhen so das Volumen des Nahrungspreises. Wenn sie den Dickdarm erreichen, nutzen die Darmbakterien die FODMAPs als Energiequelle, das heißt, sie fermentieren diese und produzieren dabei Gas. Diese Vorgänge treten bei allen Menschen auf, aber zu viele Gase sind einfach zu viele und einfach auch nicht mehr gesund. Und manche Menschen können mehr FODMAPs vertragen und manche halt weniger. Menschen mit Reizdarmsyndrom können durch FODMAPs zum Beispiel schneller Beschwerden bekommen. Das zusätzliche Wasser und die Gase im Darm führen dann dazu, dass sich die Darmwand ausdehnt, was zu den üblichen Symptomen des Reizdarmsyndroms wie Schmerzen, übermäßige Blähungen, Völlegefühle, veränderter Stuhl, also wie Durchfall, Verstopfung oder beides führt. Bei manchen Menschen, bei denen ein Reizdarmsyndrom diagnostiziert wird, sind die Symptome nur leicht ausgeprägt und lassen sich durch eine entsprechende Ernährung und Lebensweise schnell in den Griff bekommen. Andere Menschen leiden unter richtig schweren Symptomen und die brauchen eine medizinische Behandlung. Es gibt keinen definitiven Test für das Reizdarmsyndrom, doch wird es in der Regel anhand der Symptome im Magen und Darm diagnostiziert. Die genaue Ursache des Reizdarmsyndroms ist zwar noch nicht bekannt, aber es gibt mehrere Faktoren, die nachweislich eine Rolle spielen. Ich blende sie dir hier kurz ein und du kannst checken, ob da irgendwas auf dich zutrifft. Falls dem so ist, kann ein Gespräch mit deinem Arzt auf jeden Fall besser sein als irgendein YouTube-Video wie dieses hier. Entsprechend der Ursachen gibt es viele verschiedene Ernährungsstrategien, die helfen können, die Symptome des Reizdarmsyndroms zu lindern. Die Forschung der Monash University und zahlreicher anderer Zentren in der ganzen Welt haben gezeigt, dass eine FODMAP-arme Ernährung die Symptome des Reizdarmsyndroms bei etwa 3 von 4 Betroffenen verbessert. Das ist ziemlich, ziemlich viel. Aus diesem Grund wird eine FODMAP-arme Ernährung als erste Behandlungsoption für Menschen mit Reizdarmsyndrom empfohlen. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Eliminationsdiät, bei der Kohlenhydrate vermieden werden, die von den Darmbakterien fermentiert werden und zu darmbedingten Symptomen beitragen können. Es ist weder erstrebenswert noch möglich, keine FODMAPs zu sich zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Aber kleine Mengen einzelner FODMAPs verursachen meist keine Beschwerden, da die Toleranz wesentlich höher ist als bei Allergien. Das Ziel der FODMAP-armen Diät ist es, dem Darm endlich die Möglichkeit zu geben, sich zu heilen und schließlich bestimmte Lebensmittel über einen kontrollierten Zeitraum wieder in den Speiseplan mit aufzunehmen. Die Vorteile zeigen sich in der Regel schon innerhalb von 2 bis 6 Wochen nach Beginn einer FODMAP-armen Ernährung. Wichtiger Hinweis am Rand: Eine FODMAP-Diät ist nur für Menschen mit ärztlich diagnostizierten Reizdarmsyndrom gedacht. Nur wenn dein Arzt andere Erkrankungen ausgeschlossen hat, solltest du diese Diät durchführen und dann auch nur für höchstens 8 Wochen. Diagnostiziere dich also nicht selbst. Das hat folgende 3 Gründe und das ist jetzt extrem wichtig. Erstens, weil die Symptome anderer Erkrankungen, zum Beispiel Zöliakie, entzündliche Darmerkrankungen oder halt auch Darmkrebs, denen des Reizdarmsyndroms ähneln und so eine schwerwiegendere Erkrankung übersehen werden kann. Zweitens, weil eine über längere Zeit durchgeführte FODMAP-Diät durch den Ausschluss vieler Lebensmittel zu einem Vitamin- und Mineralstoffmangel führen kann. Besonders bei Veganern oder Vegetariern kann das Meiden von den ganzen Grundnahrungsmitteln, die ich vorher genannt habe, also einfach normale Hülsenfrüchte, normale Getreideprodukte, viele Gemüse und viele Obstsorten, ein Risiko für eine unzureichende Versorgung mit Protein, Calcium, Vitamin B12 natürlich, Eisen und Zink und so weiter darstellen. Dieser Gedanke wird auch durch eine in London durchgeführte Studie untermauert, in der eine unzureichende Kalzium- und Eisenaufnahme während einer FODMAP-armen Ernährung festgestellt wurde. Deshalb merkt ihr auf jeden Fall, dass es gut ist, nicht zu viele FODMAPs im Speiseplan zu haben, aber es geht nicht um das generelle Meiden, sondern um das Reduzieren. Und drittens, es gibt Hinweise darauf, dass eine strenge Low-FODMAP-Diät auf Dauer die Menge bestimmter nützlicher Bakterien im Darm verringern kann. Also wie bei anderen Unverträglichkeiten bitte nie komplett vermeiden, sondern am besten den Körper immer in geringem Kontakt mit diesen Nahrungsmitteln halten. Das gilt auch für Fructose
und andere Unverträglichkeiten. Denn sonst verliert der Körper komplett die Fähigkeit, mit diesen Stoffen umzugehen. Wegen dieser Problematik komme ich jetzt zum wichtigsten Teil dieses Videos. Ich möchte dir die Lösung aufzeigen, wie du deinen Speiseplan erweitern kannst und gleichzeitig FODMAPs reduzieren kannst. Also, die Forscher und Forscherinnen der Monash University haben sich nämlich auch mit der Frage beschäftigt, ob die Art der Zubereitung einen Einfluss auf den FODMAP-Gehalt von Lebensmitteln hat. Eine ihrer Studien zeigt, dass längeres Kochen, Keimen, Beizen, Fermentieren, Konservieren und Aktivieren von pflanzlichen Lebensmitteln den FODMAP-Gehalt senken kann. Dabei kamen sie zu der Erkenntnis, dass Keimen und Fermentieren und Kochen die FODMAPs in Lebensmitteln vermindert. Nach der Tabelle zum FODMAP-Gehalt verschiedener Lebensmittel hast du gesehen, dass Getreide oft tabu sind, aber eben nur fast. Es gibt drei Ausnahmen, das sind Dinkel, Hafer und Gerste. Hafer hat sehr wenig FODMAPs und dürfte daher in jeder Form für jeden verträglich sein. Dinkel und Gerste liegen im Grenzbereich. Das heißt, beim einen können sie Symptome verursachen, der andere spürt bei der gleichen Menge hingegen überhaupt nichts. Das ist auch abhängig von der Getreidesorte, aber auch von der Menge, die man auf einmal isst. Alle Messungen zeigen aber, dass Dinkel in Bezug auf FODMAPs nicht mit Weizen vergleichbar ist. Professor Peter Gibson von der Monash University stufte Dinkelbrot also in einem seiner Vorträge mit dem gleich niedrigen FODMAP-Gehalt ein wie Brot aus glutenfreien Zutaten. Aber neben dem Kochen und Backen gibt es eben zwei ultimative Methoden, um Getreidesorten verträglicher zu machen. Die erste dieser Methoden ist das Keimen. Sie ist am effizientesten, reduziert 60% der FODMAPs. Keimen gehört zu den effektivsten Methoden, denn alle Arten von aktivierten Lebensmitteln wiesen einen niedrigeren FODMAP-Gehalt auf als die unverarbeiteten Lebensmittel. Die Versuche der Forscher und Forscherinnen zeigten, dass die Menge der FODMAPs in Roggen und Weizen und Gerste durch Keimen um mindestens 2/3 sanken. Die zweite Methode ist das Backen mit Sauerteig, also eine Fermentation. Diese traditionelle Teigführung führt dazu, dass wir auch ein Dinkel-Sauerteigbrot zu den FODMAP-armen Nahrungsmitteln zählen können. Auch bei der Gerste war die Verwandlung sehr, sehr deutlich. Die Menge an FODMAPs ist durch das Keimen der Gerstenkörner fast auf null verringert worden. Als ich erfahren habe, was FODMAPs für negative Eigenschaften haben können und dass der Keimprozess und die Fermentation FODMAPs so drastisch reduzieren können, habe ich mir gedacht, wie genial wäre es denn, wenn es ein Brot aus FODMAP-armem Getreide wie Dinkel oder echten Urdinkel gäbe, welches dann auch noch gekeimt wurde und dann durch eine Sauerfermentation geht. Genau dieses Brot haben wir entwickelt und seitdem endlos viele gute Feedbacks zur Verträglichkeit bekommen. Denn Probleme mit der Darmgesundheit sind heute sehr weit verbreitet. Ich komme jetzt am Ende vom Video nochmal zum Fazit. Ein bekanntes Beschwerdebild ist das Reizdarmsyndrom und nachgewiesen ist, dass die sogenannten FODMAPs die charakteristischen Beschwerden des Reizdarmsyndroms hervorrufen bzw. verstärken können. Ein sehr wirksames Mittel ist eine FODMAP-arme Ernährung. Diese macht allerdings erforderlich, wichtige Grundnahrungsmittel stark einzuschränken. Mit wichtigen Grundnahrungsmitteln ist gemeint Hülsenfrüchte, Getreideprodukte, normales Gemüse und viele, viele Obstsorten. Das kann zu einem Mangel an mehreren Nährstoffen führen. Aber eine einfache Möglichkeit, den FODMAP-Gehalt einiger Lebensmittel zu reduzieren, ist halt das Keimen. Also einfach Getreide und Hülsenfrüchte in Wasser einweichen und zum Beispiel 2 Tage wachsen lassen. Dinkel und Gerste gehören nach dem Keimen ja sogar zu den FODMAP-armen Lebensmitteln. Wenn du also gesagt bekommst, dass du wegen deines Reizdarmes oder deinen Verdauungsproblemen für immer auf Brot verzichten solltest, dann hat die Person, die dir so etwas sagt, noch nie die wirklichen Hintergründe verstanden. Denn es kommt darauf an, welches Getreide du isst, ob es fermentiert ist und ob es ein Sauerteigbrot ist und ob es gekeimt ist am Ende. Also ein Sauerteigbrot aus gekeimtem Urgetreide ist wirklich etwas anderes. Wenn du eine Person kennst, die das wissen solltest, schick ihnen einfach dieses Video. Bis zum nächsten Mal.